Aber es gab diese Versuche, zumindest wird es überliefert, dass einige, und das zeigt uns, wenn diese Überlieferungen tatsächlich authentisch sind, dann zeigt es uns, wozu ein Mensch sein fanatischer Standpunkt manchmal bringen kann, wenn er sieht, dass seine Auffassungen nicht in Einklang zu bringen sind mit gewissen Texten. Und man muss natürlich sagen, selbst der Batil, selbst die falschen Ansichten können durch allgemeine Texte, allgemeine Passagen gestützt werden. Wenn dann aber spezifische Texte auftauchen, spezifische, eindeutige, definitive Texte, wo man dann sieht hier, das steht in Kontroverse mit dem, was ich eigentlich denke oder dachte. Der Fanatismus kann dann dazu führen, dass man ganz unansehnliche Sachen begeht. Es wird überliefert, überliefert, weil der Ausdruck überliefert ist etwas Spezifisches. Es wird erwähnt, Ibn al-Qayyim erwähnt das zum Beispiel in seinem Buch As-Sawa'iq al-Mursala, dass es gibt einen berühmten Koran, einen Qari, Muqri, und der war auch Sprachwissenschaftler, hieß Abu Amr ibn al-Ala. Abu Amr ibn al-Ala. Einer der mu'tazilitischen Führer, Köpfe, kam zu ihm und sagte, lies doch bitte diesen Vers. Diesen Vers, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Hört euch mal den Vers genau an. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Wenn ich ihn jetzt übersetze, so wie er da steht, mit einem U, mit einer U-Endung auf dem Wort Allah, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, dann würde das bedeuten, Allah hat zu Moses gesprochen. Allah hat zu Moses, direkt zu Moses gesprochen. Wenn wir aus dem Wort Allah, hier wo ein U-Vokal drauf ist, Allahu, wenn wir daraus ein A-Vokal machen, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا, das hat dann eine, das tauscht die Bedeutung um, das dreht die Positionen um. Das würde dann bedeuten, was würde es bedeuten? Moses sprach zu Allah. Er wollte, dass er das so liest. Er sagte, ja, Aba Amr ibn al-Ala, du bist ein Qari und du bist einer der Überlieferer des Koran und der Qiraat des Koran, liest das doch bitte so. Warum hat er das gesagt? Was hat ihn dazu genötigt, das zu verlangen von ihm? Das ist ein Mu'tazil. Ich habe gesagt, er gehört den Mu'tazila an. Die Mu'tazila sind der Auffassung, dass Allah Ta'ala nicht spricht. Diese Eigenschaft des Sprechens darf ihm nicht zugesprochen werden. Und deswegen, als er vor diesem Vers stand, den man nur sehr schwer uminterpretieren kann, ihn zu interpretieren ist äußerst schwer, hat er sich gedacht, dann drehen wir einfach die Rollen um, dann ist das Problem gelöst. Aber das geht natürlich nicht. Warum? Weil niemand in den bekannten Qiraat, ihr wisst, der Koran hat mehrere Qiraat, Leseformen, Leseüberlieferungen, Lesevarianten. In keines der Lesevarianten, weder in den 7 noch in den 10, hat das jemand so gelesen. وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und deswegen sagt er dann zu ihm, nimm an, ich würde das tun. Ich lese das so, wie du es möchtest. Was machst du dann mit der Aussage Allah Ta'alas, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Und als Musa zu unserer Frist kam, zu unserer Frist, die wir ihm gesetzt haben, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, und sein Herr zu ihm sprach. Hier ist es, ich möchte euch nicht erklären, warum, hier ist es grammatikalisch gesehen gar nicht möglich, die Rollen zu vertauschen. Versteht ihr? Und dann hat er geschwiegen, weil er wusste, hier in diesem Vers kann man das Ganze grammatikalisch, wie gesagt, nicht mehr umdrehen.